Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ich muss noch mal ganz kurz den Avatar anpassen. So, jetzt steht er richtig. Ich kann ihn sogar noch so ein bisschen beiseite schieben. Ja, heute gönnen wir uns das DLC. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist richtig leise. Ist aber auch eine Quest, muss man mal sagen. So. Ich wundere wieder mal, dass er Twankel steht. Ist noch ein sehr, sehr alter Spielstand. Das DLC kam vor ein paar Tagen raus. Ich konnte es aber bis heute nicht streamen. Weil ich schon für andere Projekte gebucht war. Ja, um kurz zu erklären, worum es in dem DLC gehen wird. Wir richten Häuser bzw. Zimmer für andere Leute ein. Und das würde mich wahrscheinlich überhaupt nicht nerven, je nachdem, ob die pingelig sind. Ich hoffe einfach mal, dass die nicht pingelig sind. Das mache ich jetzt so bis 9 Uhr. Danach mache ich vielleicht noch eine Stunde Unite. Diesmal dann aber alleine, weil die anderen nicht wirklich Bock haben auf das momentane Event. Das nervt die einfach nur. Ich persönlich habe Spaß daran, auch wenn ich dann meistens wegen den Kürbissen nicht so gute Runden habe. Ich werde mich jetzt auch nur auf das DLC konzentrieren. Was da mit dem Update ist, was letztens auch war, das ignoriere ich komplett. Das mache ich alles offscreen. Weil hier ist ja mehr das DLC das Interessante. Bei dem anderen Zeug, da muss ich ja irre oft offscreen was machen. Einmal zu einer Insel fahren, das wäre es dann auch schon. Ja, ich habe Interesse mitzumachen. Die redet halt gerade über das Renovieren von anderen Leute Wohnungen. Well, das ist eine Sache, die ich vom Update vergessen habe zu zeigen. Harveys Insel wurde nämlich geupdatet. Und ich dachte mir, wir starten einfach hier direkt am Flughafen, bevor einer fragt. Ich hoffe, dass dann hier jetzt alle so gut abschillen werden können wie ich. Ja, jetzt kann ich zur Arbeit gehen. So, ich möchte gern zur Arbeit. Ich bin bereit, in die Luft zu fliegen. Und ich meine jetzt nicht durch eine Bombe. Oh, da kam ein ganz leicht anderer Ton als sonst. Also eine andere Melodie. Warum klingt es schon so unberuhigend, was für eine Musik da läuft? Ja. Ja, darf ich mir diese Insel vielleicht von oben auch angucken? Ah, tut mir leid, ich bin halt leider zum Arbeiten hier. So ein Möbelgenie wie ich muss ja natürlich hier arbeiten. Das dauert offenbar noch. Controller beiseite gelegt. Ah, jetzt sehen wir uns die Insel von oben an. Wunderschön. Hier sollen es auch welche in verschiedenen Jahreszeiten geben, zu verschiedenen Uhrzeiten. Also, obwohl dann bei mir eigentlich Abend ist, es auf einer der Inseln Sonne sein kann. Könnte um 3 Uhr nachts spielen und trotzdem wäre irgendwo Schneesturm, obwohl es Sommer wäre. Und das auch noch bei helllichtem Tag. Also die Inseln sind jetzt alle ganz merkwürdig. Und ich komme jetzt langsam bei meiner Arbeitsstelle an. Ich habe meinen Gurt angelegt. Also ich guck noch mal. Ja, meinem Stuhl habe ich den Gurt angelegt. Ich muss den Hoodie mal ein bisschen überarbeiten. Das sieht immer so aus, als hätte der unterm Ärmel ein Loch.
Oh, was bist du denn für ein süßer Fratz? Ich will dich mitnehmen. Ja, das stimmt. Okay, ich komm ja schon. Ich darf leider nicht einsteigen. Kann ich irgendwas hier außer Möbel machen? Ich kann an die Bäume gehen und sie schütteln. Ich kann nicht mein Zeug ausrüsten. Ich habe übrigens mein Inventar beim letzten Mal nicht geleert. Ich bin ein bisschen nervös. Das ist mein erster Arbeitstag. Und ich arbeite auch noch bei Nacht. Ich habe heute leider eine Nachtschicht erwischt. Jetzt das Walross sieht irgendwie knubbelig aus. Ja, du hast mich ja schon erwartet seit dem Flughafen, ne? Ich will den Bono mitnehmen. Wie gesagt, alter Spielstand, da hat man noch den alten Namen. Ja, dann komm. Ich kann es kaum erwarten. Ich merk's mir. Wo finde ich hier Wasserfälle? Los, Bono, sag's mir. Ich will Haie fangen. Wäre eigentlich schön, wenn ich so eine Sommerinsel erwischen würde. Und dann einfach pausenlos Haie fange. Die sind alle 150 wert. Also 150.000. Bei denen kann man das spezielle Geld, meine ich, ausgeben. Dass man nur hier haben kann und auch nur hier ausgeben kann. Nur 4 Mitarbeiter? Naja. Mir ist der Controller runtergefallen. Aber ich habe schon so speziell was hierfür angezogen. Okay, ich darf nicht meinen eigenen Style anhaben. Nie darf man eigene Klamotten tragen. So, das ist das Zeug, was ich mir hier heute kaufen könnte. Den Baum hätte ich gern. So, ich muss zum Spind und nicht mehr meinen Controller zum Boden werfen. So. Spind. Ja, dann zieh sie an. Das sind die Sachen, die ich jetzt für die Arbeit anhaben darf. Ja, dann nehmen wir das Hawaii-Hemd. Ich würde gerne den Ananas-Hut tragen. Darf ich? Ich darf. Weil es waren auch Sachen dabei, die ich nicht hatte. Definitiv. Das Hawaii-Ding hatte ich nicht. Ich sammle zwar Kleidung, aber Hawaii-Zeug habe ich nicht. Ich bin noch perfekt angezogen für die Arbeit. Ja. Na, es geht. Das war das, was ich ansprach. Wir dürfen jetzt gleich Wohnungen einrichten. Und sofern sie nicht pingelig sind, wird es ein entspannter Abend. Okay, Bono. Komm, mein kleines Äffchen. Ich möchte dich nicht Boss nennen. Ich möchte dich Haustier nennen. Ja, du darfst auch mich Boss nennen. Jetzt fehlt nur noch die Kundschaft. Da ist die Kundschaft. Hallo. Ja, ich denke schon. Ich meine, die Personen, die man hier treffen kann, sind auch ganz speziell. Die würdest du sonst nirgendwo sehen. Und kannst sie dann auch auf deine Insel holen, irgendwie.
Okay. Ja, ich kann es gut verstehen. Ja, wir sind vier doch da. Wir richten das schon für die ein. Und zur Not sagt mir der Chat einfach, was ich zu tun habe, wenn ich keine Peilung habe. Okay, jetzt wird die mir wahrscheinlich schildern, was die alles drin haben will. Ich kann meine Möbel, glaube ich, auch da reinwerfen und irgendwelche, die bereitgestellt werden. Natürlich. Erzähl mir bitte, was du überhaupt da drin haben willst. Okay. Sie will ein Leseseil haben. Das heißt, so viel Bibliothek wie möglich. Ich kann es versuchen. Ja, die haben, glaube ich, jeder ihre eigene Insel. Bin schon gespannt, wie das ablaufen wird. Wie? Ich kann nur ein Haus am Abend machen. Beziehungsweise am Tag. Ich will bitte 500 Häuser an einem Tag machen dürfen. Okay, Bono. Bin bereit für den Job. Ja, der ist noch nie eingerichtet, ne? Da sind die drei Möbel, die unbedingt rein müssen, ne? Mann, die waren schnell. Wenn ich was bestelle, dauert es immer einen Tag. Okay. Dann lass die Hände schon mal knacken und let's go, ran an die Sache. Okay. Den Einrichtungsmodus kenne ich schon. Weißt du, wie lange ich das Spiel schon habe? Okay. Er hat mir alles gesagt, was ich wissen muss. Wartet ihr dann draußen, oder? Okay. Erstmal die Dinge alle öffnen. Einrichtungsmodus. Und da rechts habe ich eine Liste, was die alles gerne hätte, ne? Beziehungsweise was da ruhig reingehört. Ich muss natürlich auch selber einrichten. So, hab's mitgenommen. Okay. Die Bücher kommen natürlich ganz hinten ins Eck. Jetzt pack den Scheiß. Ja, so geht's offenbar auch. Komm, da kommen jetzt mehrere Bücherregale hin. Je nachdem, wie viel da hinpasst. Ich glaube, da passt noch eins. Ja. So, jetzt hast du eine Bücherecke. Natürlich kommt dein Bücherstapel direkt neben deiner Sitzgelegenheit. Sagen wir mal so rum. Okay. Du kriegst natürlich noch ein Doppelsofa. Zusammen mit einem Holznachttisch. Ja, genau. Einen Holznachttisch. Du willst den Tisch natürlich essen. Ach, Scheining. War ein bisschen weiter davon weg. Oh, ich kann das Ding auch noch färben. In welcher Farbe wollen wir es denn?
Ich fand das Kirschholz sah schön aus. Kann ich das Ding auch umfärben? Ich kann. Du kriegst ein weißes Sofa. Dann kannst du schön den Wein verschütten. So. Haben wir auch Kleinkram zur Verfügung? Buchstütze, nee. Magazinsammlung. Ein Buch hätte ich gerne da drauf. Jawohl. Ein Luftbefeuchter. Und ein Duftspender natürlich. Passen perfekt in sowas rein. Finde ich. So, die stehen natürlich in den Ecken. Die sollen ja nicht so groß stören. Guck mal, du kriegst sogar ein Foto von dir selbst. Warte mal, kann ich das an die Wand hängen? Ja, kann ich. So. Hast ein Foto von dir selbst an der Wand. Kriegst noch einen Schalter, der kommt hier irgendwo hin. Eine Uhr. Was würde noch da reinpassen? Na komm, wir nehmen das Poster statt dem Bild. Ich kann natürlich auch noch Deckendeko. Oh, Buntglas. So, jetzt machen wir erstmal das. Sagen wir mal genau über der Ecke hier. Ich habe noch nie mit Decke gearbeitet. Den kann ich auch noch färben. Ich darf alles färben. Hier, kriegst du einen silbernen. Was haben wir bei Buntglas noch zur Verfügung? Ja komm, Trauben passen doch zu dir, oder? Warum kann ich alles färben? Komm, dann machen wir den auch ein bisschen ansehnlicher. Ja, wir bleiben hier bei Literatur. Was für Bücher sind denn noch im Angebot? Ja, du kriegst hier japanische Literatur. So. Hat sonst noch mehr Vorschläge, was hier vielleicht rein könnte? Erstmal hier. Sieht hässlich aus. Kriegst eine gelbe Wand. Und einen blauen Teppich. Zusammen mit so einem Teppich noch. Direkt vom Eingang. Ja, ich weiß. Okay. Ich kann dir ihre Kleidung natürlich noch hier reinstellen. Warum sollte ich das machen? Ja, ich setze der Unkraut hier rein. Warte mal. Einrichtung. Einfach damit das da vorne schöner ist. Kurz beiseite. Den Tisch kann ich jetzt nicht mehr anpassen. So, ich wollte noch einen weiteren Nachttisch, diesmal aber hier vorne hin. Und da wollte ich dann noch was draufsetzen. Nein! Ich wollte ein Blümchen draufsetzen. Welches Blümchen würde denn zu dir passen? Ich würde sagen, die Lilie hier. Die passt doch wunderschön rein. Und natürlich braucht sie noch ein Bett.
Ich bin fürs Westernbett. Erst umändern. So. Winter sieht doch recht schön aus. Gelb kariert. Ja. Wo packen wir es hin? Hier vorne ins Eck. So, jetzt muss nur noch die Wand hier eingerichtet werden. Das wollte ich wieder weghaben. Das hätte ich gern an der Wand, direkt neben den Eingang. Das über den Regal. Und das am besten direkt überm Bett. Ja. Sieht doch schön aus, oder nicht? Warte mal, das Buch können wir noch ein bisschen besser hinlegen. So. Habe ich Geschmack für innere Richtung oder habe ich es nicht? Setze ich mich direkt rein. Einen Moment. So Leute, Entschuldigung, bei mir war jetzt gerade jemand im Raum. Der wollte unbedingt was von mir. Jedenfalls, ich finde, ich habe hier wunderbar eingerichtet. Ist doch eine richtig schöne Lesebude geworden. Sogar mit Duft und Raumerfrischer. Du kannst dich doch nicht beschweren, oder? Fertig. Und? Gefällt's dir? Darf ich jetzt erfahren, ob sie ihr gefallen hat? Hallo? Ah, jetzt erfahre ich es. Und, Frau Volke, wie gefällt Ihnen Ihre Wohnung? Habe ich sie wunderschön eingerichtet? Ich hätte ihr noch einen Fernseher geben können. Scheint zufrieden zu sein. Also, scheint sich ja nicht zu beschweren. Ziel erfüllt. Gern geschehen. Mann, bin ich gut. Oh, sogar so ein kleiner Bono da unten in der Ecke. Hallo, so, Chef, bin wieder da. Es lief perfekt. Ich bin der perfekte Einrichter. Beziehungsweise bin Verkaufsgenie. So, wie viel kriege ich jetzt dafür? Was kriege ich dafür? Ich weiß nicht, wie die neue Währung heißt. Oh, es geht. Bruno hat eigentlich gar nichts getan. Natürlich. Ich bin bereit für mehr. Wir haben Bruno echt lange hinterher geguckt, ne? Das ist die neue Währung. Poki heißt die Währung hier. Keine Sternis? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob 6000 Poki viel oder wenig ist.
Naja, ich habe 6000 Poki. Werde ich machen. Jetzt will ich aber erstmal gucken, was davon hole ich mir. Getränkekarton. Könnte ich mir auf den Tisch stellen zu Hause? Sind das hier Pralinen? Die sind zum Essen da, also nein, danke. Ich dachte, die sind in eine Richtung. Eine Cheflera. Das ist aber eine schöne Pflanze. Nehme ich mit. Die wollte ich von Anfang an haben. So kann ich jetzt jeden Tag hier was annehmen. Okay, ich muss nicht mal mehr hoch dafür. Okay. Okay, jetzt muss ich Verkaufstalent zeigen. Es gibt Urlauber auf dieser Insel und die muss ich anquasseln. Das wird schon. Okay. Die Lampe würde ich mir vielleicht auch noch holen, aber erstmal gucken. Vielleicht kommt da in Zukunft ja noch Schöneres. Hallo Bono. Hm? Wem von dem will ich was an den Hals drehen? Ich würde hier auch gerne entspannen, aber ich muss hier leider arbeiten. Gibt es hier mehr als nur diese zwei Vögel? Ah, da ist auch noch ein kleiner Bär. Also über die ganze Insel verteilt jetzt, oder wie? Oh, so einen schönen Bogen würde ich gerne auch bei mir auf der Insel hinbauen. Ist ja richtig geil. Ich konnte leider nur so einen hässlichen Steinbogen in dem Flughafen bauen. Ich guck mich gerade nur um, ob hier überall welche sind oder wirklich nur unten am Strand. Hallo. Ich bin nicht zu Hause. Okay, man kann. Man kann die Ranken hochklettern. Und ich kann mir das Gemüse hier mitnehmen. Ich nehme ein bisschen was mit. Oder ist das Unkraut? Das ist Leuchtmoos. Mitnehmen. Kann ich ein bisschen damit auf meiner Insel was mit anfangen. Das ist kein Diebstahl, das ist Gemüse, beziehungsweise Unkraut. Ich helfe der Insel damit. Und die Ranken kann ich bestimmt auch ein paar mitnehmen. Ist auf jeden Fall schön anzusehen, als das Unkraut, was bei mir wächst. So, wie viel habe ich? Komm, 8 nehme ich noch mit, dann habe ich 40, damit lässt sich auf meiner Insel was anfangen. Zwei noch. Und gerne noch ein, zwei von diesen Ranken, falls ich darf. Darf man die mitnehmen? Man darf. Sind wie Leitern. Ich wollte gerade schon ausprobieren, ob ich die Leiter mitnehmen kann. Aber dann wäre ich wirklich ein Dieb. So, meine Ranken. Die werden sich bei mir an den Wänden richtig schön machen. So, jetzt aber wieder zur eigentlichen Sache. Wen von euch nehme ich denn? Dich, weil ich einen Vogel wie dich noch nicht gesehen habe bisher. Na dann, machen wir dir mal ein Ferienhaus. Ich bin ja richtig gut im Möblieren, alles einzurichten.
pinkes Paradies. Die wir alles pink haben. Das wird zwar grässlich für die Augen, aber das lässt sich irgendwie richten. Glanz und Glamour, und das wird's mit Pink erreichen. Naja, wird ja nicht meine Wohnung. Oh, ich muss jetzt auch noch den Ort vorschlagen. Okay, und ich kann auch pro Insel mehrere Ferienhäuser errichten. Was wäre denn pinkes Paradies? Ja, guck mal da, neben dem Kirschbaum. Höhling passt einfach am besten. Dann mal hoffen, dass die Wohnung, die ich mache, jetzt nicht komplett ins Auge stechen wird. Dass es in den Augen wehtut. Ich weiß ja, was du drin haben willst. Na dann. Ach, muss ich jetzt hier auch noch draußen einrichten oder wie? Ich guck gerade. Nee, hier draußen. Doch, ich habe hier draußen auch noch was zur Verfügung. Ach du Kacke. Was passt denn überhaupt zu draußen? Kaffeetisch auf jeden Fall. Haben wir noch ein paar Kaffeehocker? Ich würde mal sagen, zwei Westernstühle, falls diese Person mal irgendwen einlädt. Ein Sonnenstuhl brauche ich noch. Ach, der packt das alles direkt vor mir auch noch. Das heißt, ich muss das... das wird so ekelhaft. Jetzt muss ich auch noch draußen einrichten. Okay. Weiter geht nicht. Dann let's go. Das ist jetzt der Teil, den ich meine, mit der wird mich nerven. Je nachdem, ob draußen gut oder schlecht bewertet wird. Weil ich muss ja nach ihren Vorstellungen arbeiten. Warte mal, eigentlich kann ich die Dinger direkt wieder einpacken, weil ich will sie in bestimmten Farben haben. Scheibendreck. Varianten. Du kriegst was Dunkelbraunes. Oh, warte mal, der Bonbon-Tisch passt doch dann eigentlich besser zu dir. Oder nicht? Ja, wenn dann der hier, weil der hat das einziges Pink drin und die will pinkes Zeug haben. So, Westernstuhl. Was haben wir da zur Verfügung? Da, ihre Farbe. Den rechten direkt wieder wegnehmen. Ich dachte, das würde es abspeichern. Wie kann man Rosa überhaupt mögen? Das ist eine hässliche Farbe. Nein! So. Was packen wir da auf den Tisch? Ich merke die ganze Zeit nicht, wir sind draußen, nicht drinnen. nee, nicht Mode, Pflanzen. Och, ich muss auch noch hier Bücher pflanzen. Alles mit seiner Zeit. Warte mal, wir machen das nochmal ein bisschen anders. Haben wir einen großen Tisch zur Verfügung? Dann kann ich ja nämlich ein bisschen mehr draufpacken. Ja, guck mal, haben einen großen Tisch zur Verfügung. Okay. Wieder das rosa Ding auspacken, das mir in den Augen wehtut. Und ich pack den großen Tisch jetzt extra erstmal scheiße hin. Was haben wir denn hier überhaupt zur Verfügung? Da ist hier pink.
Was passt denn gut zu Pink? Gar nichts. Ich bin überhaupt nicht feindlich der Farbe gegenüber. Okay. Ach, habe ich jetzt doch zur Verfügung oder wie? Du bist Kacke-Spiel. Warum? Ich habe gerade eben fünfmal die Taste gedrückt. Ich kann sogar das Haus verschieben. Ja, dann hätte ich das gerne so ein bisschen mittig zu dem Weg. Ach, geht das nicht besser? Das ist ja gemein. Weißt du, das Spiel veralbert mich. Ich dachte, ich muss jetzt hier alles selber schieben draußen. Ja, einmal Pfirsichmarmelade. Dass sie halt hier draußen picknicken. Mixer macht wenig Sinn. Tischspiegel könnte man nehmen. Nachdem ich den nochmal angepasst habe. Da ist ihre Farbe. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe, wie man diese Farbe überhaupt mögen kann. Wie man diese Farbe leiden kann. So, jetzt habe ich Deutsch hinbekommen. Kann ich nicht einfach kopieren? Ich kann kopieren. Okay. Das macht mir das Leben etwas einfacher. Teeservice und haben wir noch ein paar leere Tassen vielleicht zur Verfügung. Wenn nicht, dann nehme ich auch die ganz normale Tasse. Ich könnte einen Kassettenrekorder aufstellen. Ist in der Tasse was drin? Es ist was drin. Hier kriegst du das runde Logo. Warum steht der da unten? Wie? Hör auf mich zu mobben. Die will ihr scheiß pinkes Paradies haben. Und ich kotzen von der Farbe. Das passt zusammen. Das passt einfach. So, hier will ich einen Tisch hinstellen mit einem Kassettenrekorder. Ja, da kommt der Bonbon-Tisch hin. Den muss ich nicht mal irgendwie ausbessern. Vor allem sieht er so oder so kacke aus. So, einen anderen Kassettenrekorder. Leider nicht. Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal hier ein bisschen ums Aussehen. Jetzt geht's um die Pflanzen. Wir haben Hortensien, Azaleen, Kamelien. Wir müssen halt auf die Farbe achten. Und einen Pfirsichbaum. Ja, komm, Pfirsiche. Die kann ruhig was zu futtern da haben. Muss nur gucken, dass nicht so kacke steht. Ich kann das anpassen. Ja, dann, wenn. Hätte ich eine schöne Treppe. Nee, Backstein finde ich sieht hässlich aus. Ich finde die Blauschalltreppe sieht richtig toll aus. So, was habe ich hier alles zur Verfügung? Ach du Kacke. Ich nehme mal einen Terrakotta-Weg. Und baue hier schon mal die Ecke. Ich wollte hier noch einen Weg zum Haus haben. So, hier nehmen wir jetzt einen Trampelpfad zu dem Baum. Da stelle ich dann auch gleich hier die Liege hin.
So, sieht auch gleich richtig schön aus. Ich muss hier das nochmal kurz mit dem Terrakotta-Weg umändern, dass das besser aussieht. Hier machen wir die Ecken auch nochmal schön. Na komm, da kann es ruhig eckig bleiben. Okay. Der Wegeteil wäre damit erledigt. Zäune, finde ich, wären hier jetzt fehl am Platz. Ich bin für Hortensien. Oh, es gibt noch eine hinten an sich. Dann machen wir die eine Ecke Hortensien. Dann machen wir die nächste Kamelien. Wenn wir euch hinten alles zuklatschen. Und ab hier hätte ich gerne noch eine dritte Pflanze. Nee, ich nehme die Gartenazaleen. Die sehen schön aus. Guck mal, die gehen sogar bis nach da vorne hin. Und hier um den Pfirsichbaum nehmen wir ein paar kleine Blümchen. Warum kann ich hier Unkraut pflanzen? Ich habe aber leider nichts Pinkes in der Hinsicht, weil sie liebt ja die Farbe Pink. Na komm, musst du dich auch mal mit was Weißem zufrieden geben. So, und hier kommt jetzt noch die Liege hin. Haben wir ihre Farbe? Ja, wir haben ihre Farbe. So, jetzt mache ich es hier da auch noch schön. Haben wir ihre Farbe mal wieder? Ja, im rosa Holz. Dann lege ich dann nämlich da noch ein Magazin noch hin. Hier, eine Magazinsammlung sogar kriegt sie von mir. Können wir bestimmen, was für eine? Bleiben wir bei Garten. Das passt am besten zur Umgebung. Ich kann sogar das Haus gestalten. Was für ein Haus nehmen wir denn? Die wir ja pink haben. Also kriegt sie auch pink. Was man hier alles machen kann. Warte mal, vielleicht kriege ich das perfekte Haus rausgesucht, dass ich das von gerade eben umsetzen kann. Ein bisschen kleiner, aber dafür müsste ich doch jetzt das hinkriegen, was ich gerade eben vorhatte. Oder nicht? Wenn ich jetzt nach unten gehe. Oh, ich kann sogar das hier nochmal anpassen. Ja, hier kommen die Baustammtreppe hin. Egal wie ich es drehe und wende, das Haus wäre nicht gut angelegt, also kann ich auch ruhig das eine große Haus hier nehmen. Oder japanischer Stil sieht auch nice aus. Ach komm, japanischer Stil, weil das zu dem Baum besser passt. So, jetzt aber wirklich. Dann sind wir zumindest draußen fertig. Ich hab jetzt hier, glaube ich, 10 Minuten damit verbracht, nur hier draußen alles einzurichten. Weil die ja unbedingt alles pink haben will. Hier kann ich noch ein paar Blümchen pflanzen. Hier kriegst du ein paar Unschuldsrosen. Warte. Muss nochmal umräumen. So. Da kommen zwei Röslein hin.
Und hier vorne passt noch ein kleines Pflänzchen hin. So. Ich bin mit draußen fertig. Das hat jetzt wie lange gedauert. Und jetzt kommt erst innen dran. Ich sitze eins wie wahrscheinlich jetzt jedes Mal in einem einzigen Haus. So, die Dinge erstmal aufmachen. Und rein in den Bearbeitungsmodus. Das ist ja dein Bett, ne? Da kommen die Flamingos direkt an den Eingang, finde ich. Da gehören sie am ehesten hin. So, zuallererst wieder Decke. Das als erstes. Weil das dauert am wenigsten lang. So, Deckendeko. Oh, die Fantasie-Hängedeko passt hier am besten rein. Haben wir einen pinken Ventilator? Nein, du kriegst hölzern. So, hier bei irgendeinem Bett. Die ist ja schon pink, also brauche ich sie nicht umändern. Wie sieht das denn ungefähr aus, wenn man jetzt da von der Seite guckt? Ja, sieht annehmbar aus. So. Auch du kriegst ein Buntglas, weil Buntglas finde ich einfach am schönsten. Haben wir deine Farbe? Danke für das Follow, Antonia. Die will pink haben, wir haben kein pinkes Buntglas. Ich guck mal unter den anderen Lampen. Nope. Da haben wir was Rosanes. Weil sie muss was Rosanes ja kriegen. Dann kriegst du kein Buntglas. Kriegst aber zwei von denen. Und zwar beide Ecken. Okay. Decke haben wir fertig. Jetzt kommt die Wand. Natürlich einmal so. Haben wir ihre Farbe mal wieder irgendwie? Nee. Aber ich kann zumindest trotzdem eine schönere Farbe dafür nehmen. Nämlich eine Hölzer, finde ich, sieht sehr schön aus. Muss natürlich erreichbar sein. Ja, guten Abend. Kriegst die Kirschblütenuhr, das Fantasiewandregal. Natürlich kriegst du auch ein Poster von dir selbst. Ach, die Poster von denen, die man einmal gemacht hat, die behält man auch. Offenbar. So, das Poster tun wir mal direkt über die Tür. Das tue ich mal in der Nähe vom Bett hin. Jetzt aber nicht übers Bett, sondern wirklich in die Nähe. Und hier mit der Uhr machen wir es wie bei der letzten Wohnung. So ein bisschen mittig auf der Seite. Hätten wir sonst noch irgendwas, was gut an der Wand passen würde? Das kann man nicht anpassen. Was für Weltkarten haben wir? Passt nicht so wirklich. Was haben wir an Wandbegrünung? Das sieht ja alles scheußlich aus. Aber liegt im Auge des Betrachters. Ja komm, dann sind wir mit der Wand einfach mal fertig. Dann kommen wir jetzt zur Inneneinrichtung. Und das wird jetzt ein bisschen dauern. So, zuallererst hätte ich gerne wieder einen größeren Tisch, aber jetzt nicht XXL. Sie mag ja rosa, deswegen kriegt sie wieder den hässlichen hier. Bevor sich irgendeiner beschwert, ich lasse ja auch meine eigene Meinung reinfließen. Okay, was könnten wir hier drin? Komm, Pfirsich, Wackelpudding, warum packst du das immer mittig? Ich verstehe nicht, warum packt er es immer mittig? Ich kann die übrigens nicht anpassen, die beiden Dinger. Diesmal versuche ich, der auch einen Fernseher zu schenken. Den kleinen Bonsai, den kann ich mir schon mal dahin packen. Den will ich gleich auf jeden Fall verwenden.
Ein Sparschwein passt von der Farbe her. Ja, das Einhorn, das passt da auch irgendwie rein. Na komm, unten für dich, Smoothie. Das nochmal runter. Den packe ich jetzt da hinten in die Ecke. Von drei Seiten zugänglich, aber noch mit einem Plüschding. Und am Ende, wenn ich das Ding fertig habe, dann die, die im Chat sind, die dürfen dann auch bewerten, ob ich das jetzt schön eingerichtet habe oder dürfen dann auch Verbesserungsvorschläge dann hier geben. Ich mache erstmal so, wie ich das machen würde und danach kann man mir Verbesserungsvorschläge geben. Ich werde hier auch wahrscheinlich ein paar Mal öfter streamen. So, wie gesagt, du kriegst einen Fernseher. Das habe ich beim letzten Mal schon vergessen. So, den Bonsai, den packe ich gleich direkt beim Bett hin. Was könnte ich da noch hinpacken? Ja, komm, Sparschwein kommt auch zum Bett. So einen kleinen Nachttisch. Der Bonsai darf ruhig am Boden stehen. So. Ich muss natürlich die Farbe noch umändern. Haben wir, ja, rosa Holz. Ich müsste mal kurz austesten, ob das Bett richtig herumliegt. Also vom Schlafen her. Ach, kann ich so nicht testen in hier in dem Modus. Okay, und das wusste ich nicht. Das Sparschwein kommt natürlich direkt neben's Bett. Bonsai habe ich schon gesagt, darf auf dem Boden stehen. Ich hoffe, die gießt den auch. Und schneidet an dem. Haben wir für den Kaffeetisch eine richtige Farbe? Nö. Ich muss halt die ganze Zeit darüber denken. Die will halt alles pink haben. Es tut mir in den Augen weh, aber das müssen wir alle ertragen, die die Pink auch nicht so wirklich schön finden. Das geht noch ein bisschen besser. Jetzt müsste ich hier noch am besten ein Sofa hinpacken, falls ich eins im Pink da hinsetzen kann. Da ist rosa. Ja, guck mal, wir können hier komplett rosa dahin klatschen. Das kommt hier hin. Der Flamingo kommt ein bisschen nach da. Der auch. Ich muss mal kurz testen, ob man da noch durch kann. Okay, kann man. Nein, 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 nein. Ich will so einrichten. Danke sehr. Jetzt kommt man aber an den Lichtschalter nicht mehr dran. Dann kommt er ans Ende des Raumes und hoffe, keiner beschwert sich. Ich hoffe, ich werde nicht verklagt. Okay. Ein Schränkchen kriegt die natürlich noch. Warte mal, statt den Nachttisch packe ich da gleich die Kommode dahin. Ja, komm, wir haben schon so ein Fantasie-Plüschding dahingestellt. Jetzt koche ich die das auch noch. Ein Holzspiegel. Ich weiß, dass man die auch so hinstellen kann. Im Pink. Weil beim Spiegel in meiner Wohnung habe ich irre lang überlegt, wie ich den hinstellen will. Und in welcher Farbe? Also, da wusste ich schon, dass es geht. Ich habe den, glaube ich, in Grau genommen, beziehungsweise in Silber. Ganz genau weiß ich es gerade auch nicht aus dem Gedächtnis heraus. Einmal kurz beiseite. Muss das da eben packen. So. Ich mache so, wie es geht. So, das Regal wollte ich austauschen. Gegen die Kommode. Weil die muss ja auch irgendwo ihre Klamotten haben. Wenn ich das Ding einen höher stelle, kann ich das Fantasieding direkt darunter parken.
Problem ist, man kommt so nicht mal an andere Dinge ran. Warte mal. So, jetzt müsste das gehen. Warte mal. So, ein runter. Perfekt. Wo stelle ich dich jetzt hin? Jetzt müssen noch ein paar Stühle her. Stühle, falsche Taste gedrückt. Wo habe ich denn Stühle? Irgendwann werde ich diese Klaviere noch nutzen. Stühle, Stühle, Stühle. So, und jetzt bräuchte ich einen von euch, der auch die richtige Farbe hat. Den gibt's in rosa. Drei davon brauche ich. Auch wenn man an den dritten, glaube ich, nicht mehr drankommt. Egal, wird sich irgendeiner durchmogeln. Komm. Mach ich wenigstens ganz. Jetzt kann ich den Flamingo hier, glaube ich, noch wieder ein wieder zurückschieben. Ja, ich würde sagen. Ah nee, warte, ich muss noch hier Tapete und Boden machen. Oh ja, die Tapete finde ich gut. Auch wenn es pink ist, die Tapete fand ich richtig gut. So, haben wir noch einen schönen Teppich? Ja, hier komm, kriegst du noch einen Pfirsichteppich. Sieht doch gut aus, oder nicht? Ich finde, das habe ich gut designt. Die wollte komplett pink haben. Ich habe der Pink hier reingeklatscht. Ich finde, man kann sich nicht beschweren. Ist ja eh nur für eine Person ausgelegt, also kann sie hier auch gut sitzen. Also nur, man kann ja, glaube ich, weiterrutschen, oder? Nee, genau durch den Flamingo geht's nicht. Okay, dann machen wir mit dem Flamingo wieder so. Vielleicht kann man dann da zu zweit da sitzen. Nee, würde auch so nicht gehen. Okay, dann können wir es wieder ignorieren. Nee, lass mich den einen Flamingo noch zurückschieben, sonst hau ich mich selbst. Ich sagte, ich will den Flamingo schieben. Spiel. Dann halt so. Ich hoffe, der nächste Auftrag ist nicht wieder irgendwie eine bestimmte Farbe, sondern eher ein Stil. Weil dann habe ich nämlich mehr Auswahlmöglichkeiten. Ich habe mir richtig viel Zeit genommen. Wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucken würde, ich glaube, so 25 Minuten habe ich jetzt hier dran gesessen. Und ich hoffe, dass die Wohnung gefällt. Na dann, bin mal auf die Meinung des Kunden gefragt. Und natürlich, wer im Chat seine Meinung dazu auch äußern will, was verbesserungswürdig ist, darf es immer gerne nennen. Wunderschön. Und zufrieden? Sieht für mich zufrieden aus, die Kundin. Und? Wie ist so viel KW? Okay. Ich soll jetzt einfach hier den Fotomodus durchspammen, oder wie? Ich würde dieses Bild nicht dafür verwenden. Immer diese angeberischen Einwohner. Auf meine Insel kommst du nicht. Okay, wie mache ich das denn jetzt anständig?
Ich will hiervon eigentlich kein Foto. Also klar, wenn es ums Thema Pink geht, habe ich das hier richtig schön eingerichtet, aber ich finde es trotzdem hässlich, aus eigener Sicht. Ja, wie kleiden wir dich denn an? Was haben wir denn für dich zur Verfügung? Das passt eigentlich zur Einrichtung. Kriegst eine Haarspange. Accessoires haben wir nicht. Ich sollte das vielleicht auch mal abspeichern. Weil das soll ja ein Foto vorerst mal zum Verkauf werden. Nee, das Fürsichtige wollte ich der verpassen, ne? Zusammen mit das. Ich muss mich nie umziehen. So, und jetzt? Dich setzen wir mal an den Tisch. Und mich? Setzen wir hier auf die Couch. Am besten mit Fernseher an, falls es geht. Fernseher angeht. Ach, jetzt könnte ich mal prüfen. Liegt das richtig herum? Ja, es liegt richtig herum. Und die genießt gerade den Wackelpudding. So, jetzt will ich ein Foto machen, ne? Nein, bleibt er doch sitzen. So, ohne Rahmen. Haben wir einen richtig guten Filter dafür. Ja, komm, wir nehmen es in scharf. Okay. Dann nehmen wir das mal so. Tschüss. Wenn ich eine bessere Wohnung zusammengebastelt habe, dann nehme ich die. Ich hoffe, du bist richtig glücklich. Ich weiß, man hätte es besser schießen können, aber das ist eine hässliche Wohnung. Da war es mir egal. So, wie viel kriege ich dafür? Ich hätte am liebsten geantwortet, geht so. Aber ich muss ja sagen, prima. Ich kriege 6000 pro Haus. Das Traurige ist, die Pokis kann man halt nur hier ausgeben. Okay. Okay, ich krieg eine neue App. Wahrscheinlich so Bilder von allen aus der Welt, ne? Wie die das jetzt gebaut haben. Ich habe jetzt meins ab da hochgeladen. Okay. Gern geschehen. Ich würde mal sagen, ein Haus machen wir heute noch. Ich arbeite noch ein bisschen. Ein Haus mache ich noch. Ja. Okay, ich soll bei Frau Frauke auch noch ein Foto machen. Kann ich gleich machen. Aber erst einmal hier alles mitnehmen. Einfach, weil ich so ein Möbelsammler bin. Ich bin generell Möbel,
Kleidungssammler. Ich sammle alles in diesem Spiel. Hauptsache, ich hab's damit. Eine Doppelsonnenliege? So, und wir können uns auch mal ein bisschen was von den Pralinen. Pralinen. Ich hab Deutsch hinbekommen. So, und die kann ich jetzt futtern? Oder sind die einfach nur zum Vergeben? Hallo. Okay, Frau Polke. Ich komme dann nochmal vorbei und mache ein Foto von der Lesestube. Kann ich jetzt übrigens hier das Futter? Nö. Hallo. Wen haben wir denn hier alles zur Verfügung? Okay, die Charaktere, die hier schon mal waren, die bleiben auch. Zumindest vorübergehend. Keine Ahnung, ob die im Verlauf der Woche weggehen würden. Auf jeden Fall zu Frau Frauke will ich einmal. Ja, let's go. Man kann auf den verschiedenen Inseln mehrere Ferienhäuser machen, ist das ja, ne? Netzwerk der schönen Häuser. Dann kann ich meine Wohnungen sehen. Da will ich jetzt ein Foto machen. Ich weiß noch nicht, wie oft ich hier zu streamen werde. Das wird dann aber auf jeden Fall wahrscheinlich Twitch-only bleiben. Muss ich noch überlegen. So, hier muss ich jetzt auch noch umgestalten. Ich, ganz ehrlich, hier das Äußere, das mache ich lieber offscreen. Weil ich jetzt gerade nicht wüsste, wie ich das hier einrichten will. So, hiervon wollte ich jetzt ein Foto machen, ne? Ja, komm, wir beide auf der Couch, ne? Und ich verpasse jetzt erstmal noch einen Fernseher in die Wohnung. Ist doch langweilig, wenn du nur in die Gegend glotzt. Oder kann ich hier nichts mehr hinsetzen? Ich kann nichts mehr hinsetzen. Okay, du musst ohne Fernseher leben. Du, pflanz dich schon mal dahin. Was geben wir dir denn? Na komm, lass das tragen mit einem Mini-Hut. Nee, der Strickmantel sieht besser aus. Der passt mehr. Passt sogar zur grünen Nase und den grünen Ohren. So, ich pflanze mich dann hier mal dazu. Warum will ich jetzt das? Kamera-App Pro. Immer rauszoomen. Von welcher Seite sieht besser aus? Wo sieht man am besten alles? Ich würde sagen, so sieht man am besten alles. Wir nehmen mal hier Standard. So, natürlich sollt ihr zu mir gucken und präsentieren. Scheiße, du hattest die Augen zu. Neben wir. Naja. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Wie gesagt, das richte ich offscreen ein. Wie ich das hier baste. Ist alles im Kasten. Thank you.
Ach, es lief alles prima, gab keine Probleme. Wir haben es eigentlich geschafft, einen Walross cute aussehen zu lassen. Also, ich weiß ja jetzt, wie ich da hinkomme. Was? Ich krieg für das Foto machen allein schon 2000? Okay, dann lohnt sich's ja. Ist sehr lohnenswert. Ich mache mich jetzt übrigens nur mal ein bisschen kleiner, damit hier besser im Bild zu sehen ist. Also wie ihr hier mehr vom Spiel sehen könnt. Ich verdecke schon sehr viel. So. Für wen arbeiten wir denn als nächstes? Kann ich denn so im Voraus schon sehen, was die so ungefähr haben wollen würden? Die liebt Puppen. Okay, das wäre ein Puppenhaus. Sporthaus. Da müsste ich einfach nur Antarktis-Thema nehmen. Die liebt Äpfel. Und sie will eine funktionale Einrichtung. Das mit der funktionalen wäre das für mich am schwersten momentan. Das jetzt gerade eben noch hinzukriegen. Ich schwanke gerade zwischen dem Sporthaus und dem Eishaus. Was von beiden nehme ich? Das Schneehaus klingt ein bisschen interessanter. Dann let's go. Okay, ja, du willst Antarktishaus. Und was willst du drin haben? Zwei Eisskulpturen und eine Eismaschine. War irgendwie klar. Die Skulpturen könnte ich hier eigentlich sogar draußen hinpacken. Die müssen jetzt nicht in die Wohnung. Du kriegst auf jeden Fall eine hier oben. Ja, das passt doch am allerbesten. Na, Svenja? Ich kenn jemanden, da ist Sven. Seid ihr vielleicht verwandt? Ich weiß, der war mega schlecht. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Platz, wenn du Eis und Schnee haben willst. Ich guck mal, ob ich Schnee hier noch hinpacken kann. So, auf jeden Fall richten wir zuerst natürlich draußen ein. Erstmal das Haus selber. Haben wir eins, das schon so ausschreit, Antarktis? Das Äußere wird offenbar nicht so sehr bewertet, das ist eher was für mein Auge. Das sieht so ein bisschen danach aus. Nehmen wir eine Designertür. Und zwar eine weiße. Stimmt, machen wir doch einfach direkt das ganze Haus weiß. Das passt doch am allerbesten zu Antarktis. Okay. Ich hab die Tür vergessen. Entschuldigung. Nein. Schneeflocken. So, als nächstes natürlich hier draußen. Ach, die müssen ins Haus oder wie? Oh, da kann man ja richtig schönes Zeug nehmen. Ich nehme das lilane. Okay. Ein Eistor würde ich auf jeden Fall schon mal sagen. Was für Farben haben wir hier zur Verfügung? Oh, ich finde das Eislila sieht richtig schön aus, aber auch das Grün. Obwohl das Grün sieht eher so ein bisschen gammelig aus. Aber wir nehmen das Eislila, weil das sieht richtig geil aus. Übrigens, was hier Pflanzen angeht, ist zuallererst ein Steinweg natürlich. Oh, ich kann hier nicht mal einen Weg machen. Okay, das hätte sich damit schon erledigt. Okay.
Pflanzen. Würde ich sagen, nehmen wir. Ah, ich kann ja auch keine Blümchen pflanzen. Okay, das Thema hat sich komplett erledigt. Und dann mal gucken. Wie richten wir das draußen jetzt ein? Ein Eistresen und ein Eistisch. Fände ich schon mal gut. Draußen machen wir wahrscheinlich nicht so viel. Einen Eiscremestand könnte man hier draußen hinpacken. Leuchtschnee natürlich. Ey, komm, die Eisskulpturen, die kommen auch nach draußen. Und natürlich ein paar Schneemänner. Schlitten kommt auch hier draußen hin. Und jetzt richten wir das erstmal ein. Hier, das passt besser zur Umgebung. Kommen direkt neben das Haus. Auch du in Eisblau. Komm ein weiter nach vorne. Ja, komm, einen Schneemann können wir wegnehmen. Dann kommt hier vor den Eingang noch die beiden Schneemann-Soldaten hin. Ihr kriegt hellblau. Regenbogenfarbend. Richtig schön. Also das Eisgebiet, das finde ich richtig toll. Ich schiebe das jetzt erstmal nur kurz beiseite. Der Schlitten kommt hier hinten ins Eck. Wir nehmen den roten Schlitten. Hier vorne kommen die Eissachen hin. Also die Sachen, die man sich mitnehmen könnte. Vom Prinzip her. Ja, komm, einfach damit es vom Farbton her passt. Ich kann ich noch einen hier ranstellen. So, und jetzt kommt hier erstmal das, was auf den Tisch drauf gehört. Eine Eismaschine. Ein Stiefeleis. Das scheint dir richtig gefallen zu haben. Eine Kühlbox ist ehrlich gesagt unnötig. Und ein Mini-Schneemann. Oh, der hatte die sogar Herzen so gerade kurz gezeigt. Warte mal. Okay, die zeigt das nicht unbedingt jedes Mal gleich. Das wollte ich kurz testen. Ja, komm, das passt da irgendwie nicht hin. Was packen wir noch dahin? Genau, ein Kissen zum Schlafen. Ach, guck mal, was ich gerade eben gekauft habe, kann ich jetzt auch hier nutzen. Ja, komm, dann kriege ich hier noch ein Reisemagazin dahin. Oder ist das ein Eher? Und jetzt müssen natürlich noch ein paar Stühle her. Wo haben wir denn Stühle? Stühle, Stühle, Stühle. Eisstuhl. Nee. Das soll das Einzige sein, was nicht aus Eis besteht, bitte. Haben wir so ein Blau? Ja, wir haben Blau. Warte mal, die wieder weg. Kopieren. Dann mache ich jetzt einmal hier so. Der Rest ist unwichtig. So, und da wir hier keine Pflanzen machen können, gucke ich mal, ob ich hier noch einen schönen Zaun bauen kann.
Nice Zaun. Warte mal. Nehmen wir mal Eisblau. Einmal so. Ich muss hier einmal kurz den beiseite schieben. So, dann kann ich jetzt wieder hier an den Zaun gehen. Wunderschön. Wenn man mich fragt. Hier hinten das nehme ich weg, damit es einheitlich aussieht. Dann kann ich vielleicht auch den Schlitten da hinten hinpacken. Kann ich nicht. Und das packen wir hier davor. Okay, mit draußen sind wir fertig. Zeit nach drinnen zu gehen. Wo packe ich dann die Skulpturen hin? Ist jetzt die Frage. Hier drin kommt es in der lila Eisfarbe. So, du kriegst jetzt erstmal alles in lila, eislila, weil das richtig geil aussieht. Die packe ich mal einfach hier hinten ins Eck, da stören sie nicht. Welche Farbe haben wir dich noch zur Verfügung? Wir nehmen die coole Version. So wie immer, zuerst Decke. Ein Deckenventilator. Ich weiß nicht, was das ist. Kann man aber mal drin haben. Nehme ich mal zwei und pack sie einfach vor der Tür hin. Und du kriegst noch eine Schirmhängelampe. Wenn es geht, in blau. Ja, hellblau. So, kommt da hinten drüber. Das wollte ich, wie gesagt, direkt über der Tür haben. Oder besser gesagt, so daneben. So, dich gern auch einmal in Blau, falls es geht. Nein, geht's nicht. Ja, komm, Rot tut's auch. Als nächstes mache ich mal kurz die Tapete. Schneeflockentapete. Nice. Oh, guck mal, der Boden ist dann sogar animiert. Oh, das sieht richtig geil aus. Den nehme ich. Das sieht richtig geil aus. So, kriegst du noch einen Eisfliesen-Teppich. Und jetzt kümmern wir uns um die Inneneinrichtung. Ein Eisstuhl muss auf jeden Fall her. Wir machen jetzt hier nicht so ein Riesenteil. Offenbar doch. Der Eistisch ist nämlich nicht gerade klein. Also müssen vier Stühle her. Warte mal, ich kann die doch kopieren, ich Idiot. Ich würde mal sagen, hier, weil das ist dann direkt bei der Statue dran. So, dich kopiere ich jetzt einmal. Hier nehme ich jetzt nur zwei Stühle offenbar. Obwohl, wenn ich das eins alles in die Richtung schiebe, dann geht es auch von der Seite aus. Okay. Jetzt kommt der Belag für den Tisch. Was packen wir denn drauf? Ich könnte eine Riesenschneeflocke draufpacken. Die Wanddeko kommt gleich. Du kriegst auf jeden Fall ein Eis.
Das muss ich nicht mal anpassen. Wieder den Mini-Schneemann. Die Kühlbox packe ich dir gleich noch irgendwo hin. Ja komm, dann gehen wir wieder für die Eismaschinen und... Was passt noch dahin? Was sagen wir mal, eine Duftlampe kommt noch da hinten hin. Das Eis packen wir hier vorne hin. Okay. Die Ecke wäre dann eingerichtet. Der braucht noch was zum Schlafen. Oder sie, je nachdem. Also kommt ein Eisbett auf jeden Fall. Irgendwann arbeite ich mit dem Klo. Ein Wintergemälde. Kann ich dich auch an die Wand packen? Warte mal. Hier kommt, falls ich kann, noch irgendein kleiner Tisch hin. Ein ganz kleiner. Oder sagen wir mal, hier kommt eine Kommode hin. Wenn geht, in Blau. So, in die Richtung. Weil du brauchst ja noch einen Fernseher. Wo haben wir den Fernseher? Da haben wir den Fernseher. Muss ja farblich zur Einrichtung passen. Okay. Das wäre geregelt. Jetzt gehen wir zur Wand. Mal gucken, was nehme ich hier denn? Du kriegst eine Pendeluhr. Das würde ich gerne übers Bett hängen. Schneeflöckchen, ein Poster wieder mal von ihm. Und das Gemälde kann ich zum Glück auch an die Wand packen. Und einfach, weil ich finde, es passt in die Wohnung rein. Auch noch eine Karte. Okay, das Gemälde kommt mal hier drüber. Das wollte ich übers Bett ungefähr packen. Oder daneben, geht auch. Das kommt über den Eingang gleich. Das kommt mal hier über den Fernseher. Einfach damit man die Zeit da im Blick hat. So, und das Poster darf gerne hier beim Esstisch hocken. So. Hier noch gucken. Natürlich gehe ich auch nochmal auf die andere. Und guck, du kriegst den Pazifischen Ozean. Die kann ich nicht anpassen. Die kann ich anpassen. Meerestiere. Definitiv Meerestiere. Das Gemälde kann ich nie anpassen und das kann ich nie anpassen. So, ich würde sagen, fertig, nachdem ich den Teppich nochmal um einen verschoben habe. So. Sieht doch nice aus. Oder nicht? Ich finde, ich habe das schön dekoriert. Also klar, für den Tisch hätte ich gern was anderes zur Verfügung gehabt. Aber was anderes, was jetzt irgendwie da in die Richtung passen würde, habe ich halt nicht zur Verfügung. Oh, hi Sherpa, ich habe dich gar nicht bemerkt. Rotlicht. Ich habe nur blaues Licht. Das soll ein arktisches Thema sein, deswegen würde Rotlicht nicht so wirklich passen. Aber trotzdem, hallo. Ich hoffe, die Wohnung gefällt dir. Ich finde, ich habe die gut eingerichtet.
Dann mal gucken, wie gefällt es dir? Noch eine Wohnung habe ich danach, glaube ich, noch. Ah, ich kann sogar hier währenddessen fotografieren. Perfektes Bild. Erstmal schlafen. Das ist auch gut, das Bild. Erstmal ein Foto davon machen. Worüber streitet ihr euch da im Chat? Ich habe, glaube ich, schon Fotos gemacht, ne? Also ich kann noch eins machen, aber ich würde gerne ein anderes verwenden. Erstmal. Ah, ich habe mich nicht verlesen. Sven, ja. Ja, der Winterstrickpulli, der passt eigentlich. Dann eine Schneeflockenmütze. Aber den auch in einer anderen Farbe, den Pulli? Nee. Dann mal so. Und komm, Partnerlook. Perfekt. Zieh ich mich ausnahmsweise auch mal so an. So, dann setzen wir uns beide mal an den Tisch. Du setzt dich dahin und ich setze mich hier hin. Nee, warte mal, wir setzen uns einen weiter, damit das Bild besser ist. So, einmal präsentieren. Und zur Kamera gucken, bitte, beide. Du hast so einen seelenlosen Blick, Pinguin. Es gefällt mir. Nein, ich komme nicht mehr runter. Hilfe, ich komme nicht mehr runter. Ich muss mich da runterfischen, sonst komme ich da nicht weg. So, ich hoffe, Ihnen gefällt Ihre Wohnung. Sie sind auf immer auf diesen Stuhl festgeschnitten worden. Ich bin weg. Was zum Geier macht hier unter einem Chat? Ich kann mit den Emojis nicht viel anfangen. Sollten das jetzt Rückmeldungen sein, wie die Wohnung war? Kannst du meine Ananasmütze polieren? Die braucht die Politur. Okay. Wenigstens einem ist die Sauberkeit wichtig. Oh, muss doch nicht gleich schüchtern sein. So, 6000 Poki. Ich werde reich. Ach komm, ein Haus schaffen wir noch. Dann habe ich 4 Häuser gemacht. Dann habe ich auch genug getan. Ich habe mir Pralinen verdient. Danke. Ich lache nur wegen dem, was gerade im Chat ist. Der will eine Reichtumswohnung, also eine, die richtig protzig ist. Du willst immer noch Puppen, eine Äpfelwohnung. Und funktional habe ich keine Ahnung, wie ich es einrichten soll. Chat, Reichtum oder Sport? Wofür seid ihr? Der eine ist schon mal für Sport.
Und der andere ist was, das gar nichts hiermit zu tun hat. Okay. Sport. Beide sind für Sport, also Sport. Dann reden wir mal über deine Hauswünsche. Ich bin für dich da. Quatsch machen im Chat ist ja in Ordnung. Sag ich nichts gegen. Ich habe nur was dagegen, wenn irgendwer beleidigend wird im Chat. Nur dann greife ich durch. Oder wenn mich jemand nervt, ob er mitmachen darf, wenn, obwohl er nicht zur Aufnahmegruppe gehört. Beziehungsweise Streamgruppe. Also ich habe was dagegen, mit der Community an sich aufzunehmen, weil das schon sehr oft dazu geführt hat, dass einfach nur Mist dabei entstanden ist. Okay, der hat mir ja zwei Dinger jetzt genannt. Ich würde mal sagen, wir bräuchten eine sommerliche Insel. Nein, das ist mir zu viel zum Einrichten. Nee. Eine mit viel Platz, aber auch nicht zu viel. Nein. Wäre es ein bisschen tiefer, dann ja. Ach, verdammt nochmal. Wo packe ich dich hin? Da, wo du deinen Fußball direkt versenken kannst? Ja, hier, komm. Ich kann hier doch Strandvolleyball einrichten. Und drin mache ich hier sonstigen Sport. Na komm, jupp. Juppen wir los. Und was ist mit dem Pupu? Ja, jetzt darf ich hier erstmal einrichten. Das dauert einen Moment. Ist das einfach nur eine Begrenzung? Das ist eine Begrenzung. Okay. Draußen wird jetzt erstmal was dauern. Erstmal, das würde ich gerne auch wie ein Strandhaus aussehen lassen. Was vermittelt Strandhaus? Ne, das definitiv nicht. Am ehesten würde da drüber kommen. Du bist ein bisschen gelblich, also machen wir auch deine Fassade hier ein bisschen gelb. So, das packen wir jetzt. Ja, da oben kann ich nicht drauf packen. Schön mittig. Ne, einen wieder nach rechts. So, was darf ich hier alles verunstalten? Darf ich Wege machen? Nein. Okay, dann kommt jetzt nur die Außeneinrichtung. Sommer ist empfohlen. Habe ich gemacht. Ein Ball und ein Fernseher wieder haben. Kriegst du. So, natürlich hier draußen einen Sonnenstuhl. Warte mal, dann nehmen wir aber den Deluxe-Sonnenstuhl. Kriegst das beides in Gelb. Den packe ich dann direkt wieder ein. Warte mal, da oben müsste ich doch ein Blümchen eigentlich pflanzen können, oder nicht? Ja, kann ich. Kriegst ein paar Duftblüten. Dann noch ein paar von den Frangipanis. Die verbreiten sich nach da unten. Weg damit. Die sollen nur hier oben wachsen. So, und hier... Sommerhibiskus. Definitiv Hibiskus. So, hier unten kommen noch ein paar Palmen hin. Haben mir jetzt erstmal nur drei rausgenommen. Ah, okay. Wir bleiben bei zwei, weil hier nicht so viele hin können. Dann kommt
hier eine Palme hin und hier direkt vors Haus. Ich kann es nicht drehen. Ich wollte es drehen. So, haben wir noch mehr Zeug in Sachen Strand zur Verfügung? Wie sieht das aus? Ich hätte gern so einen Außengrill. Ja, auf jeden Fall eine Retroanlage. Damit kann er draußen Party feiern, zur Not auch. Das Ding da nehme ich wieder weg. Wo haben wir die Kühlbox? Irgendwo gab es eine Kühlbox. Ein Eiscreme-Stand kriegst du. Ich suche die Kühlbox. Ich bin blind. Ah nee, die war unter Kleinkram. Stimmt. So. Hier vors Haus. Die Kühlbox kommt hier vorne hin. Ich war mir erstmal nicht sicher, wie rum das muss. Sagen wir einfach mal so rum hier vorne. Kühlbox direkt hier hinten hin. Kann er sich ein kühles Blondes gönnen, während er da liegt. Jetzt hätte ich gern so einen Volleyball. Weiß, dass ich einen eigentlich besitzen müsste. Du bist nicht nett zu mir. Das Flaschenschiff kommt auf jeden Fall gleich auch auf draußen auf den Tisch. Ach komm. Ach nee, aus dem Ball kann ich den ja umändern, ne? Basketball, Fußball, Volleyball. So haben wir auch noch ein Volleyballnetz zur Verfügung. Scheint nicht so. Ja, wenigstens ein paar Palmen, die ich noch aufstellen kann. Hier ein. Und da ein. So, dass hier der Große zum Haus zeigt. Da draußen ist auch schon mal schön eingerichtet. Dann gehen wir jetzt mal ins Innere. Das Innere dauert immer ein bisschen länger. So, es muss sportlich sein. Haben wir Handeln und so alles zur Verfügung oder haben wir jetzt wirklich nur diesen einen Ball zur Verfügung? Weil sonst muss ich hier irgendwie zigtausend Sportmagazine hinklatschen. Ja, das ist cool, Sofa auf jeden Fall, ne? Du kriegst das in Gelb mit silbernen Stangen. Ich muss dir noch ein Bett geben. Ich sollte hier vielleicht mal auf den Modus gehen. So, der Ball kommt erstmal in die Ecke. Für dich muss ich auch einen langen Tisch erstmal raussuchen. Gehen wir doch erstmal auf die Tapete, dann habe ich das schon mal hinter mir. Nein. Nee. Das sieht alles doof aus. Wir nehmen die Oberfliese. Aber ich kann ihm einen Wiesenboden geben. Dass es für ihn so ist, als ob er hier drin Fußball spielen kann. Muss nur aufpassen, dass er den Fernseher nicht trifft. So, Deckendeko natürlich. Oh, wir haben eine Abzugshaube. Ja, dann kommt noch eine Küchenecke auf jeden Fall hier rein. Ich habe auch ein paar Lampen freigeschaltet, wie es scheint. So. Ein Hängeregal, wo ich hoffentlich machen kann hier. Ach, wäre zu... Nein, ich habe das falsche Ding weggenommen. So. Dich
Design. Was für Designs haben wir denn? Haben wir denn nichts, was irgendwie hier was Sportliches ausstrahlt? Nehmen wir das. Das sieht wenigstens richtig geil aus. So, dich machen wir in Schwarz. Packen dich wie immer hier so in die Mitte ungefähr. Mit dich muss ich erstmal noch eine Küchenzeile bauen. Die bauen wir hier. Nee, warte, die bauen wir hier hinten. Weil da vorne ist die Fernsehecke. Die Wanddeko mache ich mal als letztes. Der hat die Wandfarbe ja nicht übernommen, also die Tapete. Scheint ihn auf jeden Fall zu freuen. Okay, dann gehen wir jetzt auf die Bodenzeug hin. Auf jeden Fall erstmal ein langer Tisch mit dem Fernseher. Haben wir was in der Richtung zur Verfügung? Ein Einfachtisch, ein Westerntisch. Ein cooler Sofatisch. Erstmal gucken, steht da richtig rum? Ja. Ein nach da, obwohl, nee, genauso zum Fenster gerichtet, dass er nie wieder zum Fenster rausgucken kann. Das wäre perfekt. So, jetzt kann der Fernseher dahin. Kriegst einen silbernen, weil das kommt mir so ein bisschen mehr sportlich vor. Du kriegst auch die Silberumrandung. Mit Gelb. Damit es zum Sofa passt. Hier vorne kommt eine Küchenzeile hin. Was packen wir denn da alles rein? Ja, stimmt. Der braucht auch noch ein Bett. Kommt einfach mal direkt neben das Sofa. Kann sich dann aussuchen, ob er vom Sofa aus Fernsehen guckt oder. Warte mal, ich pack das jetzt alles ein darüber, weil sonst kommt er nicht ins Bett rein. Muss nur gucken, ob Fenster blockiert ist, dann weiß ich ja, dass es richtig steht. Ja, Fenster ist blockiert. Der wäre sonst nie ins Bett reingekommen. Küchenzeile, 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 Kochnische, Kücheninsel, Gastro-Küche kriegst du. Ja, perfekt. Würde ich gerne auch noch direkt in der Nähe einen Kühlschrank hinpacken. Kamin? Fände ich jetzt nicht so praktisch in der Wohnung, die er jetzt gerade hat. Haben wir noch sportliche Sachen zur Verfügung? Ja, komm, ich hänge hier noch ein Mountainbike hier vorne hin, wo der Fernseher ist. Kriegst du noch eine Rockgitarre? Und nein, ich wollte den coolen Beistelltisch, nicht den Rex-Tisch. Hat einfach kurzerhand umgeändert. Farbe noch ändern. Oh, ich kann Sticker draufpacken. Notizzettel. Wir nehmen Notizzettel. Kann ich die Abzugshaube auch noch ein bisschen umändern von der Farbe her? Ja, kann ich. Okay, bisher gefällt es mir schon mal. Das kann ich noch mal ein bisschen drehen. Ich wollte noch einen coolen Beistelltisch haben. Und da wollte ich dann jetzt noch irgendwas Sportliches draufpacken. Ein Sportmagazin. Und du kriegst auf jeden Fall einen Dufterfrischer, weil sonst würde es bei dir stinken. Hier kriegst du sogar eine Sammlung. Metallgefäß, Puzzlerest. Duftspender. Und ein Luftbefeuchter. Kommt beide Richtung Tür. Das Ding sieht eigentlich so, glaube ich, recht gut aus. Ich will nur gucken, habe ich Gelb zur Verfügung.
Ich gehe immer nach der Fellfarbe. Sport, 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 Sport. Drauf damit. So, nur damit du keine Stinkewohnung hast. Okay. Jetzt kommt noch die Wand dran. Eine Neonuhr? Ja. Multischalter? Eine Klimaanlage? Klimaanlage und Heizung. Ihr kriegt beides. Ich überlege gerade nur über die Farbe. Die Heizung kommt in der Nähe des Bettes hin. Ein Handtuchhalter packe ich direkt über den Fußball. Natürlich kriege ich dann noch ein Poster von sich selbst. Eine Pinnwand würde auch eigentlich recht gut reinpassen. Und noch einen Hängeschrank für die Gewürze und so alles. So wie immer in Gelb. Warte mal, dann kann ich ja noch, wenn das schon so klein ist, das auch noch dahin packen. Da kriege ich so ein Schwarz. So, das kommt hier über die Küchenzeile hin. Am besten direkt auf Höhe. Die Uhr kommt wieder über den Fernseher. Die Pinnwand würde ich gerne hierhin gleich packen. Habe ich ja schon gesagt, dass ich das neben das Bett haben will. Das kommt von oberhalb der Tür. Hier, kannst du über... Deutsch. Du kannst unter dir selbst dann schlafen. Kannst dich dann selbst nochmal vorher angucken. Ja. Ich finde, ist gelungen. Ich kann nochmal gucken, ob ich eine bessere Tapete finde. Okay, das passt viel besser. Ja, Leute, was haltet ihr hiervon? Ich finde es gut gelungen. Ach nee, warte, da ist noch eine Sache. Ja, direkt. Direkt beim Bett. So, ich finde, ist gelungen. Was meint ihr, Chat? Man kann sich hier prima hinsetzen. Ist schön sportlich eingerichtet, finde ich. Ja. Also, wenn der sich jetzt beschwert, dann stimmt was mit ihm nicht. Ja. Ich warte. Okay. Worüber wollen die sich denn unterhalten? Soll ich das nochmal alles putzen oder wie? Geh in Position mit L. Schritt 2. Stell dich zum Möbelstück und drück A. Schritt 3. Putze. Ich darf jetzt auch noch alles abputzen. Okay. Ich darf jetzt alles glänzen lassen. Und natürlich kann ich mich auch dazwischen klemmen.
Ah, okay, ich kann nur das abputzen, was auf dem Boden ist. Soll ich hier auch nochmal abputzen? Habe ich eine Stelle vergessen? Alles, was putzbar ist, habe ich abgeputzt. Betty! Ich präsentiere dir deine Wohnung. Die Sportfan-Zuflucht. Die Musik ist auch richtig schön entspannt. Für mich sieht er glücklich aus. Der ist glücklich. Es glänzt alles. Es ist wunderschön eingerichtet. Ich habe dir eine tolle Küchenzeile gemacht. Du kannst dich nicht beschweren. Und ich muss natürlich noch ein Gemeinschaftsfoto machen. Ich mache uns natürlich wieder erstmal hier den Partnerlook. Immer sportliches. Fußballtrikot. Wir geben dir jetzt aber nichts Gelbes, weil sonst sieht das im Zusammenhang mit der Fellfarbe doof aus. Ja, bleibt ja nur das Fußballtrikot. Außer hier ist was. Warum sollte ich ihm ein Kleid anziehen? Das würde keinen Sinn machen. Was ich ihm geben könnte, wäre ein Shining Hoodie. Weil ich habe extra hier auch nochmal den blauen Hoodie versucht zu basteln. Naja. Ich finde Sporttrikot passt besser, weil es ist ja eine Sportwohnung. So, Partnerlook. Wäre mir zu frimmelig, das alles durchzugucken, weil ich habe über 500 verschiedene Kleidungsstücke. Und das von beiden Geschlechtern, fragt nicht, wieso ich sammle einfach, was das Zeug hält. Wenn ich sehe, ich hab's noch nicht, dann hole ich es mir einfach. Und was ich doppelt habe, gebe ich an Familie oder Freunde weiter. Ich habe keinen Bock, das jetzt durchzugucken, bis ich endlich eine perfekte Sporthose gefunden habe. Ich habe wahrscheinlich die ein oder andere. Ja, komm, dich vor die Sportmagazine. Und mich direkt daneben. Dann schießen wir jetzt mal unser Foto. Haben wir irgendwas, das Sport ausdrückt? Ja, Gemälde sehen jetzt nicht so schön aus. Überwachung, ja. Stehen unter Überwachung. Die Kamera, die wir gerade, die finde ich immer noch geil. So, erstmal natürlich auch präsentieren. Ich hätte gern, dass man ein bisschen was vom sportlichen Einrichtungsstil sieht. Bitte in die Richtung hier gucken und tschüss! So, jetzt nochmal an den Chat. Habe ich das hier gut eingerichtet oder wäre verbesserungswürdig? Also, es soll ja möglichst sportlich sein. Ich habe ihm eine wunderschöne Küchenzeile gemacht. Er hat seinen Fernseher, den er haben wollte. Er hat von mir sogar noch ein Fahrrad bekommen. Genug Fernsehen für heute. Ja. Nee, ich krieg da keinen Song hin. Ja. Ich finde, ich habe für einen Tag gut geleistet. Ich hole mir jetzt noch meinen Lohn ab. Draußen ist auch richtig nice geworden. Kann ich eigentlich auch hier draußen ein Foto machen? Ginge das?
Komm, wir fletzen uns hier zusammen hin. Genießen den Tag. Die wachen nicht auf. Egal, wie oft ich das drücke. Aber komm, davon nehme ich auch ein Foto. Ist auch richtig schön geworden. Wir können dann Bono. Ja, ich gehe gleich die Bilder nochmal durch. Achso, ich muss mit ihm reden. Der schläft aber. Oh, war ein faule Socke. Er hat mich auch gelobt. Die Wohnung habe ich super eingerichtet. Ich weiß immer noch nicht, wie soll ich bei dem nächsten Streams, da kommt dann ja dieses funktionale Haus. Wie soll ich das einrichten? Soll das schön handwerkerisch dann sein oder wie? Also ich habe hier ja schon alles aufgekauft. Ich kann mir jetzt nichts mehr kaufen. Ah, jetzt müsste ich sowieso eine Pause machen. Okay, ich glaube, 4 Häuser habe ich gemacht. Also 4 Häuser kann ich an einem Tag machen. Ja, von den Ranken habe ich mir ein paar mitgenommen. Man kann 4 Häuser an einem Tag machen, das kann ich mir merken. Jetzt will ich nochmal hier die Bilder durchgehen, damit man nochmal so einen Überblick hat, was ich jetzt hier den Abend gebastelt habe. Netzwerk der schönen Häuser. Ja, ich kann sie so halt auch besuchen. Soll er erst... Wie ändere ich das Bild? Ja, das ist das erste aus, was ich heute gebastelt hatte. Da hatte ich hier einen Lesesaal gebastelt. Ich sehe schon, da steht einstöckig. Das heißt, wir werden auch wahrscheinlich so 2-3-stöckige Häuser noch machen. Vielleicht sogar noch mit im Keller. Das wird dann richtig ätzend, weil ich dann richtig viel einrichten muss. Ja, das war das pinke Paradies, was für mich nur schmerzhaft für die Augen war gefühlt. Das ist eine Eisdomizil. Also da habe ich ja mit Pinguin hier eine Eishütte eingerichtet und ich muss sagen, die ist einfach nur geil geworden. Vor allem mit diesen lilanen Eisstatuen, das finde ich einfach so geil. Ja, und dann noch die sportliche Einrichtung, die jetzt sogar nochmal blitzt und blank. Ich werde bei den anderen Häusern auch nochmal reingehen und alles einmal wischen, was ich wischen kann. Ich frage mich jetzt nur, wie ich die Bilder umändern könnte. Vielleicht indem ich sortiere? Oder wie ändert man die um? Ich wüsste das halt einfach nur gern. Ich gehe mal einfach mal hier auf Lesesaal. Nee, ich kann das Bild leider nicht umändern. Also das erste Bild, was ich mache, das ist auch das, was für die Wohnung dann gilt. Wie es scheint. Ist ein bisschen traurig, da muss ich mir überlegen, wann ich das erste Foto mache. Aber ist doch schön, dass wir überhaupt jetzt hier solch... richtig nice Wohnungen gebastelt haben. Hier ist sogar direkt noch einer eingezogen. Hier ist noch die Arbeitgeberin, mit der können wir natürlich nochmal reden. Was gibt's Neues? Eine neue Einrichtung? Also wir müssen hier wahrscheinlich dann auch noch verschiedene Gebäude freischalten, ne? Um noch mehr Möbel zu haben, noch mehr zum Kaufen. Jetzt darf ich da auch noch einrichten. Ich hatte nicht vor, hier noch ein Haus zu basteln. Ich soll jetzt hier eine Schule einrichten, oder wie? Oh, Kundenbasis erweitern. Okay.
Ich muss jetzt nicht basteln. Die fröhliche Bastelstunde beginnt noch nicht heute. Wisst ihr was? Das mit der Kundenerweiterung und so alles, das gönnen wir uns nächstes Mal. Ich hoffe, jeder hatte Spaß beim Zusehen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß dabei, die Häuser einzurichten. Es war auch richtig schön entspannt. Also war mal was anderes. Kann man ruhig mal so wöchentlich machen. Also das DLC gefällt mir auch bei weitem mehr als das Update, was letztens rauskam. Weil das war eigentlich mega lame. Ich gucke jetzt mal noch, ob irgendeiner meiner Kollegen on ist, an den ich vielleicht weiterschicken kann. Leider nicht. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!